Die Gemeinde Kriens wächst. Während das bestehende Ortszentrum mit zahlreichen Bauprojekten aufgewertet wird, entsteht in Luzern Süd ein neues Zentrum. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die künftige Mobilität. Gemäß Prognosen des Bundes und des Kantons wird die Mobilität bis 2030 weiter zunehmen. Die Statistik zeigt, dass wir uns immer öfter und auf immer längeren Distanzen bewegen, was zusätzlichen Verkehr generiert. Zudem nutzen wir vermehrt nicht mehr nur ein einziges Verkehrsmittel, sondern wählen für jeden Zweck und für jede Strecke das Passende aus. Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden die heutigen Verkehrsmittel zunehmend verschmelzen. Unter anderem entstehen neue Sharing-Angebote. Damit der Verkehr in Kriens auch in Zukunft fließt und in den Quartieren eine hohe Lebensqualität herrscht, hat die Gemeinde Kriens ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Es zeigt, wie die Gemeinde den Verkehr in den nächsten 15 Jahren abwickeln möchte und betrachtet alle Verkehrsmittel. Das Gesamtverkehrskonzept beinhaltet 4 Kernanliegen. Den Verkehr besser organisieren. Den Verkehr auf den Hauptrouten effizient und attraktiv abwickeln. Den Verkehr im Zentrum neu gestalten und den Verkehr in den Quartieren verträglicher machen. Was heißt das konkret? Gehen wir ein paar Jahre in die Zukunft und betrachten die in Kriens wohnhafte Familie Schmid. Vater Roger fährt mit dem Auto vor der Stoßzeit nach Hause. Wenig später kommt bei der Familie Schmid ein Handwerker vorbei. Zur selben Zeit fährt Mutter Sarah mit Bikesharing zum Einkaufen ins Zentrum, während Sohn Elias von der Musikschule nach Hause läuft. Alle kommen pünktlich an, weil sie jeweils das passende Verkehrsmittel gewählt und so zu einem flüssigen Gesamtverkehrssystem beigetragen haben. Normalerweise fährt Sarah mit dem Bus zur Arbeit. Dank neuen Busspuren und vernetzten Lichtsignalanlagen auf den Hauptrouten kommt die Linie 1 pünktlich am Bahnhof Luzern an. Für seinen Arbeitsweg nimmt Roger heute das Velo. Er genießt es, auf den neuen Velo-Schnellrouten zügig vorwärts zu kommen. An seinem freien Tag fährt Roger mit dem Velo ins neu gestaltete Zentrum von Kriens, um einen Kollegen zu treffen. Sie trinken einen Kaffee und schauen dem lebendigen Treiben auf den Straßen zu. Für Lena und Elias ist der Schulweg sicherer geworden. Unter anderem mit neuen direkten Fußwegen und neuen Tempo-30-Zonen in den Quartieren. Das Gesamtverkehrskonzept beinhaltet rund 70 Maßnahmen. Diese sorgen dafür, dass die Familie Schmid und alle Krienserinnen und Krienser auch in Zukunft mobil sind.